Thorsten Lieberknecht genehmigte sich erstmal einen Schluck aus der Flasche. Wieso sind eigentlich alle so begeistert, dass es im Pokal ausgerechnet zu den Bayern geht? Braunschweigs Trainer kann das nicht so wirklich verstehen. Was gibt es da denn schon zu holen? Jetzt freuen sich alle auf Bayern München. Für mich ist es jetzt keine große Freude und ich denke, für die Mannschaft auch eher eine große Herausforderung, dorthin fahren zu müssen. Da gibt es wohl nichts zu widersprechen. Vielleicht kennt Lieberknecht auch die Statistik. Das letzte Tor in München gelang den Niedersachsen nämlich im Oktober 1982, vor mehr als 32 Jahren. Günther Keute überwand den damaligen Bayern-Schlussmann Jean-Marie Pfaff. Aber warum eigentlich soll dem Zweitligisten nicht gelingen, was schon den Amateuren Westenbergs Kreut oder Weinheim gelungen ist? Bei diesen Namen fangen die Münchner an zu grübeln. Und was noch Mut macht, ist die Leistung der Braunschweiger vergangenes Jahr. Marc hat es eben auch kurz angesprochen, dass wir in der letzten Saison, als wir die Klingen in der ersten Liga gekreuzt haben, die Spiele zwar verloren wurden, aber ich glaube, dass wir in den Spielen, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften waren dort, die sich mehr als beachtlich aus der Affäre gezogen haben. Lieberknecht schlitzohrig und nie um ein Wort verlegen, hat sich bei aller Aussichtslosigkeit aber durchaus eine passende Taktik zurechtgelegt. Also ich glaube, dass wir die Bayern öfters bei uns im 16er einschnüren werden und sie da unter Druck setzen müssen. Auch wenn er anfangs keinen Bock auf den Ausflug nach München gehabt habe, wie er selbst sagte, so will sich Lieberknecht mit seinen Braunschweigern aber nach allen Kräften wehren und besser aussehen als zuletzt so mancher Bundesligist.